Technologie aus Russland hört sich nach Potjomkinschen Dörfern an. Umso erstaunter waren wir von Russland TV, dass wir auf der führenden Fachmesse Biofach in Nürnberg russische Aussteller trafen. Auch wenn sie ihren heimischen Markt anders als deutsche Öko-Anbieter erst noch erobern müssen. Das haben die deutschen Anbieter schon hinter sich, wie man auf der Biofach sieht. Alle Jahre wieder beweisen mittlerweile rund 2.500 Aussteller und 40.000 Fachbesucher aus 130 Ländern, dass gesunde Angebote einen entscheidenden Mehrwert im täglichen Leben bereiten. Das Angebot muss sich heute in nichts mehr hinter dem konventionellen Chemiekohle-Massenprodukt verstecken. Aber wie schaut es in Russland mit dem ökologischen Gedanken aus? Die Kapitalumweltsünder der ehemaligen Sowjetwirtschaft sind leider dort deutlich zu spüren. Und dennoch gibt es auch in Russland wackere Vorreiter für eine nachhaltigere Zukunft. Das Big Business kann es sich gar nicht mehr leisten, ökologisch saubere Produkte zu produzieren. Sie verwenden Pestizide, um das Wachstum in die Höhe zu treiben und die Kosten zu senken. Alles, was ich herstelle, ist rein, ohne eine Spur Chemikalien. Auch Boris Akimov, der Gründer eines Bioladens, stößt ins gleiche Horn. Das Hauptkriterium ist für uns die Transparenz. Wir wissen ganz genau, wann und von wem unsere Produkte hergestellt wurden. Wenn die Leute wüssten, aus was normalerweise Würste und Joghurt besteht, wären sie sicher sehr verärgert. Auf der Biofach trafen wir zwar auf keine glücklichen russischen Schweine, aber dafür fanden wir Gesundes aus sibirischen Wäldern. Zum Beispiel Zeransamen und Faulbeeren. Das Sammel- und die Wiederverarbeitung bietet fast 150.000 Einheimischen eine bezahlte Beschäftigung. Ganz auf die Pflegewirkung sibirischer Kräuter hingegen baut eine russische Kosmetikserie. Natura Sibirica, so heißt die Linie, war schlichtweg beeindruckend. Auf einer Standfläche, die sich in nichts hinter der westeuropäischen Konkurrenz verstecken musste, fanden wir alles, was dem Schamanen heilig ist und dem Endverbraucher nur wertvoll sein kann. Wenn man dem Hersteller glaubt und vertraut, hat man quasi schon die ewige Jugend gepachtet. Hautpflege für jeden Zweck, für groß und klein. Präsentiert in einer Aufmachung, die dafür schließen lässt, dass der Hersteller durchaus im etwas höheren Preissegment Fuß fassen will. So bleibt nach Ende der Biofach zu hoffen, dass die russischen Bemühungen um eine gesündere Zukunft Früchte tragen. Ein lobenswerter Anfang ist jedenfalls getan und wartet nur noch auf weitere Schritte.